Hallo, beste Freunde. Ich hatte euch auf Instagram gefragt, ob ihr irgendwelche Fragen habt nach meiner Storytime, gerade zur Beziehung, weil doch schon ein paar Fragen sich angehäuft haben unter dem Video. 24 Fragen sind zusammengekommen, also 24, die man beantworten kann, anstatt warum hat Loki so süße Eltern? Ist so. Da ich aber nicht zu viel rumlabern will und wir natürlich gleich anfangen wollen, möchte ich euch nochmal kurz sagen, diese ganze Videoidee ist ein bisschen abgekupfert, beziehungsweise ist auch inspiriert durch die Idee von Jacke Wusch. Die Gute macht immer so eine Gegenüberstellung von sich und ihrem Freund und beide erzählen dann, es wird wahrscheinlich auch ein Zweiteiler, weil sind wir ganz ehrlich, 24 Fragen, wir sitzen hier 3 Stunden. Auf jeden Fall habt ihr dann gleich auch die Möglichkeit, Chris so ein bisschen kennenzulernen, ihn nochmal zu sehen. Wir hatten schon mal vor Jahren Boyfriend-Tag gemacht. Aber ja. Aber gut, lasst uns starten mit der ersten Frage. Für uns natürlich ein bisschen anders tatsächlich gewesen. Chris ist sehr gut mit Jackos Cousin befreundet gewesen. Das heißt, wir kennen uns durch die fabulöse Jacke Wusch eigentlich. Ich glaube, wir haben uns so nicht kennengelernt. Ich habe eher sie kennengelernt. Ich habe damals nach meinem Abi hatte ich eine Band und in dieser Band war ein Sänger, was eine Band so an sich hat. Und dieser Sänger hatte eine Cousine und diese Cousine ist Jacko Wusch, die meisten ja von euch kennen dürften. Ich weiß nicht, ob er mich auf Facebook als erstes gesehen hat, aber ich glaube, er hat als erstes meine YouTube-Videos hier tatsächlich gesehen. Er hat mich dann bei Facebook angeschrieben. Er hat Glück, er hat sowas von Glück, dass ich geantwortet habe, weil ich am Anfang tatsächlich noch dachte, was ist denn das für ein Spacko? Und damals hatte Alex mit dieser Jacko Wusch ein Video, auf das ich zufällig gestoßen bin. Da fand ich die alte Alex so sympathisch, dass ich mir dachte, ich schreibe sie mal an. Schön creepy-mäßig bei Facebook. Keine bösen Absichten gehabt zuerst. So haben wir uns kennengelernt. Nach längerem Rumschreiben und befreundet sein, online befreundet sein, ist er dann irgendwann mal nach Hamburg gekommen und wir haben uns dann sehr, sehr schnell angefreundet. Das heißt, wir waren als allererstes befreundet. Wir sind fast auf den Tag genau 3 Jahre und 1 Monat jetzt zusammen, kennen uns aber schon, sagen wir, 4, 4,5 Jahre schon. Tatsächlich, wow. Morgen sind wir schon 3 Jahre und 1 Monat zusammen. Auf jeden Fall sind wir am 24.10. zusammengekommen. Man muss sagen, Alex wollte unbedingt einen festen Termin haben. An sich gibt es keinen festen Termin, weil das so ein Wischiwaschi war. Wir haben nicht gesagt, ab jetzt sind wir zusammen. Ich bin immer noch der Meinung, also zumindest wenn es ums Ich liebe dich geht, weil wir sind ja vom Freundes in den Nicht-Freundes-Zustand gegangen, beziehungsweise in den Zusammenseinszustand. Freunde sind wir immer noch. War es für uns der erste Schritt, so dieses Ich liebe dich, beziehungsweise dieser erste Kuss. Der erste Kuss, den er mir gegeben hat, das war tatsächlich auf meiner Geburtstagseinweihungsfeier. Das hat er tatsächlich, glaube ich, gemacht. Ich. Ich bin immer noch der Meinung, vielleicht habe ich es aber auch einfach überhört, ja, dass ich als allererstes Ich liebe dich gesagt habe. Und es war auf diesem Balkon. Sternzeichen ist Chris ein Wassermann, ich bin eine Waage, beides Luftzeichen. Warum das wichtig ist, weiß ich nicht. Sie ist Waage, ich bin Waterboy. Wir sind beide sehr künstlerisch veranlagt. Er hilft mir immer sehr, sehr gerne. Also wenn ich eine Idee habe, hilft er mir immer sehr gerne bei meinem kreativen YouTube-Zeug. Er selbst spielt Gitarre, spielt in einer Band. Ansonsten muss ich gerade tatsächlich überlegen, was wir sonst noch für Hobbys haben. Wir gehen gerne zusammen ins Kino. Also wir müssen mal ehrlich sein, wenn wir das Geld haben. Wir stehen beide auf, sag ich mal, skandinavische Sachen. Wir stehen beide auf Sachen bauen, sag ich mal, Möbel. Dekorieren ist sie die Planerin. Ich bin eher der Typ, der es dann macht. Hobbys ist es eher, sag ich mal, anders. Da scheiden sich die Geister. Also Interessen würde ich schon sagen, haben wir ein ähnliches Spektrum. Ich kann jetzt kein Musikinstrument spielen. Ich mag Musik aber sehr gerne. Wir mögen ähnliche Musik. Also Chris ist mehr so der Metalcore, harte Musikrichtung Mensch. Aber er hört auch gerne Country. Er hört auch gerne Akustiksachen. Ich hab auch angefangen mit, was weiß ich, Linkin Park, Papa Roach, New Metal, Pop Rock. Aber bei mir ist es noch so ein bisschen abgeschwächter. Ich kann auch nicht alles hören. Ich bin auch sehr picky, was Musik angeht. Wir haben relativ gleichen Geschmack, was Filme schon angeht. Ja, also von daher Interessen, ja, Hobbys, ja. Also es ist jetzt nicht so, dass wir zusammen Tennis spielen gehen. Wir sind beide ein bisschen soziophob. Haben nicht so Bock auf Menschenmassen, auf Partys. Aber Hobbys ist es halt eher unterschiedlich. Was ich gar nicht schlimm finde, weil so hat man, sag ich mal, noch so sein eigenes persönliches Ding nebenbei. Und wenn das der andere wertschätzt,
Warum nicht? Bei ihm zum Beispiel ist das Bushcrafting. Er geht in den Wald und baut sich einen Stuhl. Er baut sich halt irgendwas, worauf er Lust hat. Sei es eine Feuerstelle, sei es ein Sitzplatz, sei es ein Windschutz. Irgendwas Survival-mäßiges. Und das ist jetzt nichts für mich. Ich gehe gerne im Wald spazieren, so ist es nicht. Andererseits haben wir auch Loki und da kann er Loki dann mitnehmen. Das ist die beste Beschäftigung. Und wenn ich da einfach keinen Bock drauf habe, dann bleibe ich zu Hause sitzen und gucke Netflix oder schneide meine Videos oder sowas. Nicht teilt im Sinne von ablehnt, haben wir eigentlich nicht. Wir stehen beide hinter dem anderen. Alex versteht es vielleicht nicht, wenn ich oft mal irgendwie mit einem Kumpel irgendwie in den Wald gehe und da Lagerfeuer mache. Klingt doch doof. Ich gehe mit einem Freund in den Wald. Ich würde sagen, es ist Camping ohne Zelten. Was heißt oft? Also es kommt in der Woche, wenn man jetzt Arbeit nicht dazu zählt, vielleicht einmal die Woche vor oder ein- oder zweimal die Woche. Ich meine, wir wohnen zusammen. Wer das noch nicht wusste, das ist jetzt so. Wir wohnen zusammen, ihr wisst es jetzt. Es kommt vielleicht einmal die Woche vor, dann ist ein Konzert. Oder es ist dann eben ein Abend, wo ich absolut keine Lust habe, irgendwas zu machen. Und dann ist es auch okay, dann soll er auch machen, wenn er da motiviert ist. Dann soll er es tun, wenn ich keine Motivation habe und auch nicht hingehen will. Wieso sollte ich ihm das dann madig machen, sagt man so, oder? Ja, momentan arbeiten wir viel, wir beide. Also ich bin jetzt gerade als Student bei einer 40-Stunden-Woche exklusive Uni. Auch besonders abends, weil ich oft auch abends arbeite, weil ich auch in einer Venue arbeite, Musikspielstätte und teilweise auch für meinen anderen Job auf Konzerten bin und abends halt Konzerte stattfinden. Das macht man nicht mittags. Aber wenn das nicht der Fall ist, wenn wir nicht viel arbeiten, dann machen wir sehr viel zusammen. Im Alltag sehen wir uns abends, weil er nach Hause kommt. Ab und zu ist es tatsächlich so, Chris hat jetzt mittlerweile gefühlt 3 Jobs. Also er geht in die Uni, er hat eine Werkstudentenstelle und jobbt nebenbei noch in einer Location. Da kann es dann eben auch einfach mal sein, dass ich ihn einen Tag lang so gut wie gar nicht sehe und quasi nur höre, weil ich schon penne und er dann reinkommt. Also würden wir nicht zusammen wohnen, wäre es, glaube ich, super, super schwierig mittlerweile. Also gerade wegen der Geldbeschaffung und so, würden wir uns wahrscheinlich gar nicht mehr sehen. Oder halt einmal am Wochenende, aber dafür würde der Freundeskreis dann halt auch leiden. Und das ist halt perfekt, dass wir jetzt quasi schon zusammen wohnen. Ja, wenn wir nicht arbeiten den ganzen Tag, wir wohnen zusammen. Wir haben einen gemeinsamen Freundeskreis. Es gibt immer noch einzelne Personen, die jetzt nicht unbedingt zu meinem gehören, aber mit denen habe ich auch absolut kein Problem, mich zu treffen. Da komme ich auch gerne mal mit. Ich komme aus Hamburg-Umgebung. Da ist mein Freundeskreis. Mein Freundeskreis hat ihn quasi mit aufgenommen, weil das auch dann seine Band eben dann noch mit war. Und Chris' alte Band zu Hause in Nordrhein-Westfalen und Jaco und so, der Freundeskreis, der gehört auch ein bisschen mit zu mir, aber es sind halt eben einzelne Personen dann, die so ein bisschen noch verstreut sind. Unser großer Freundeskreis, der ist hier bei uns in der Nähe und der wurde herzlich aufgenommen. Also dadurch, dass ich ja Alex angeschrieben habe und sich hier besucht habe, ich hier niemanden kannte, außer vielleicht 2 Leute, nur durchs Internet, haben wir den gemeinsamen Freundeskreis, also den ersten Freundeskreis, den ich hier so kennengelernt habe, ist halt ihrer. Dadurch haben wir viele gemeinsame Freunde. Ich habe noch von der Uni ein paar, aber da ist sie auch schon so integriert, dass sie da auch fast jeder kennt. Chris findet das gut. Also er hat schon immer gesagt, dass er es sehr, sehr interessant findet, dass ich Hobbys habe, weil er das so von seinen Freundinnen vorher nicht kannte. Und ich denke mal, das ist auch immer noch so. Er hat es vor 2 Jahren oder so gesagt und ich glaube, er findet es immer noch sehr, sehr schön, dass ich was habe, was die Leidenschaft in mir entfacht. Also von daher, Chris ist ein sehr, sehr unterstützender Typ und das ist auch gut so. Naja, wie ihr seht, unterstütze ich das Ganze gar nicht. Ich finde, also ich sage mal, der erste Grund, warum wir uns kennengelernt haben, war ja natürlich auch YouTube. Ich finde halt Frauen, die etwas machen, was außergewöhnlich ist, wo die auch selber hinterstehen und für sich machen, finde ich einfach interessant. Also ich finde es klasse, dass sie sich da immer wieder neu erfindet, dass sie neue Ideen hat, dass sie an sich selber arbeitet, dass sie durch schlechte Zeiten geht, durch gute Zeiten geht, dass sie, sag ich mal, diese ganze Achterbahn mitmacht, weil ich finde, gerade durch sowas wächst man halt. Und wenn man gerade sich so ein eigenes Baby hat, so einen eigenen Kanal, an dem man wächst und mit dem man halt auch neue Leute kennenlernt, finde ich das äußerst attraktiv. Oh,
jetzt wird's kitschig. Was mir besonders gut an Chris gefällt, er ist ein ganz, ganz, ganz starker, doller Optimist. Er ist immer positiv, er versucht immer irgendwie blöde Scherzchen zu reißen. Und wenn ich mich richtig aufrege, dann ist er immer der ruhige Part und er schafft es immer wieder, mich auf den Boden der Tatsachen zurückzuholen beziehungsweise mich zu beruhigen. Und er ist immer da und war auch immer da. Und das liebe ich an ihm. Ich finde gut, dass Alex, sag ich mal, so eine Ideensammlerin ist. Also sie sucht sich halt wirklich immer Inspiration, probiert neue Sachen aus, versucht Neues. Ist super wissensbegierig, manchmal ein bisschen besserwisserisch, aber das verzeihe ich ihr. Was ich noch gut finde, ist, dass sie mich so nimmt, wie ich bin. Ich bin halt jemand, der seine Freiheiten braucht, im Sinne von, ich möchte so sein, wie ich bin. Und was mich sehr, sehr nervt an ihm, ist tatsächlich seine Vergesslichkeit. Er vergisst unglaublich viel. Wir haben mittlerweile schon so einen fucking Kalender im iPhone uns eingerichtet, wo er was einträgt, wo ich was eintrage, wo er, also wir beide zusammen Events auch drin haben. Wenn das da mal nicht drin steht, es aber angesprochen wurde, ich habe das Gefühl, es geht bei ihm hier rein und da wieder raus. Egal, sei es Events, sei es irgendwie, ich habe dir doch mal gesagt, wir wollen das und das. Ach echt? Keine Ahnung. Das ist so manchmal sowas, wo ich mir so denke, boah ey, muss ich dir jetzt deinen Kopf an deinen Hals tackern, dass irgendwas da oben drinnen bleibt? Sie schmatzt sehr laut. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Sie wird mich dafür hassen. Aber manchmal finde ich es, da kommt es dann wieder darauf zurück, von wegen, sie lässt mich, wie ich bin. Tut sie, auf jeden Fall. Aber wenn ich einen freien Tag habe und Alex das weiß und sie auch einen freien Tag hat, dann wird mein Tag geplant.